Ja, hallo YouTuber, hallo YouTube-Freunde, ich wollte mich mal äußern. Ich hatte ja mal vor Wochen angesagt, dass ich mal mich live melden würde und will und würde das gerne tun. Also meine Livestream, den ich mache, die kommt jetzt auch vor dem Pokalspiel und vor jedem Punktspiel, wenn das wieder losgeht in der zweiten Bundesliga. Dann werde ich mich melden. Und natürlich, meine Wetten werden dann auch wieder laufen. Das wisst ihr ja auch. Also, ich will schon mal sagen, ich glaube, wir spielen Montag in Dresden. Und ich glaube schon, dass ich mich Montagmittag oder Nachmittag melde live. Oder das könnte auch schon sein, dass ich das Sonntag mache, weil es ist ja nicht viel los im Fußball. Vielleicht Sonntag oder Montag. Da muss ich mal sehen, wie ich das am besten mache. Oder werdet ihr auch Bescheid kriegen? So, das sind meine Worte. Und dann wollen wir mal sehen, wie das läuft. Die Woche, sie haben heute, die Jungs haben Montag, heute und Dienstag frei. Und Mittwoch ist wieder Training. Dann werdet ihr wieder informiert von mir und dann ist das okay. So, das dazu. Und dann muss ich was zum Nation Cup sagen. Hier, Deutschland gegen die Schweiz. Ich finde das eine Farce. Also, da wird mit Kraft noch irgendwo was rausgeholt. Die Leute sind stehen K.O., die in Europapokal gespielt haben und überall. Die Bayern sind gar nicht dabei. Ich finde das eine Farce. Ich finde das wieder rangeholt davon, von UEFA oder Weltverband, was das ist. Das ist nur rangeholt worden. Also, die Spiele haben ja fast überhaupt kein Tempo. Und auch die Leute sehen sich vor, dass sie nicht die Knochen brechen. Aber gut, das muss so sein. Peter guckt das ungerne und dann ohne Zuschauer, das war gar nichts. Ich habe das nicht gerne gesehen und das Ergebnis hat gestern auch nicht gepasst, weil die Schweiz war ja nachher noch besser. Alles klar, da wollte ich doch nur zu sagen, das passt mir nicht, diese Nation Cup. Interessiert mich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn überhaupt kein Fußball ist, dann müssen wir uns das reindrücken. So, das sind meine Worte, Jungs. Ihr wisst Bescheid, es kommt live von Peter was. Und auch die Tipps kommen wieder. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag und eine wunderschöne Woche. Haut rein, das Tango, Jungs. Tschüssi. Tschüss. Nur der HSV natürlich. Ne? Toi, toi, toi. Und moin, moin, moin.